Meine Meisters, meine Meisterinen, was geht Kryptogang? Lasst uns mal kurz sprechen. Ich brauche euch heute besonders dringend in den Kommentaren, weil wir gucken jetzt mal, was wir hier alle durchschnittlich über die aktuelle Phase denken und was jetzt hier passieren wird. Und einer oder eine von euch kann am Ende sogar was Schönes gewinnen. Aber ich sag euch etwas sehr, sehr ungeschönt ehrlich. Ist ja nicht immer leicht als YouTuber, weil wir stellen uns ja immer als die Gurus hin und ich weiß alles, aber ungeschönt ehrlich jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, was ich denken soll. Die Kurse, vor allem bei Bitcoin, weil unser Zug fährt halt, sind gerade so eine brachiale Wundertüte, dass ich mit keinem Gedanken einordnen kann, auf welcher Seite ich gerade bin. Oder auch, was ich erwarte. Weil in unserem letzten Video, liebe Freunde, ganz wichtiges Video, schaut es euch an, falls ihr es nicht gesehen habt, ist wirklich wichtig, weil darauf beziehen wir uns ja jetzt. Da haben wir in unserer Analyse einen Primärcount gegeben, der jetzt gerade ja exakt so eintritt. Exakt. Haben wir gezeigt, untergeordnete Welle 5 wird erwartet, klar, die sehen wir jetzt gerade, aber passt auf. Charttechnisch haben wir uns ja darauf berufen zu sagen, okay, bei 59 hier spätestens wird wohl Schluss sein mit der Welle. Dann Korrektur, ist klar. Nein, natürlich nicht direkt ein Crash auf das Base Case, was wir eingezeichnet hatten, hier in den 40er Bereichen oder so, aber halt eine A, B, C Bewegung, wohin auch immer, aber zumindest rücksetzend. Gut, sind wir alle auf einen Stand. Lasst uns mal kurz darüber sprechen, was dafür und was eventuell auch dagegen spricht. Weil da bekomme ich persönlich plötzlich ein Problem, an die offensichtlichen Charts zu glauben. Und ich weiß, vielen von euch wird es natürlich auch so gehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt der Einzige bin? Ich kann gerade, und das sage ich ungeschönt ehrlich, ich weiß, es ist schwer, sich das einzugestehen, aber ich kann gerade eben nicht mehr eindeutig objektiv bewerten, ob ich nicht einfach zu bullisch und zu euphoriegetrieben bin. Deswegen gucken wir uns das jetzt alle mal an. Also, was spricht dafür, dass bei dem, was wir gerade erleben, die Kurse bei spätestens 59, wie in unserer Analyse vorausgesagt, oder auch 60 meinetwegen, Resistance finden und eine Korrektur in Kraft tritt? Gut. Wäre vielleicht 60, ist eine psychologische Grenze. Könnte, hätte, aber die News, die da kommen könnten, eventuell, aber von Eventualitäten sprechen wir ja nicht, ja, ist ja Spekulation pur. Also sind wir ehrlich, wir kürzen das ab. Nicht viel. Es spricht nicht viel dafür, dass jetzt auf einmal dieser immense Impuls nach oben schlagartig stoppt. Oder sehe ich das falsch? Ist ein Impuls. Kann man von einem Impuls sprechen. Ist gut. Sieht gut aus zur Zeit. Was wiederum spricht denn dagegen? Also warum sollte es weiter steigen? Die Liste, die ist im Prinzip ziemlich lang. Fangen wir vielleicht an mit den GBTC-Abverkäufen aus den ETFs. Das hatte den Markt gedrückt. Die sind aber aktuell fast zum kompletten Erliegen gekommen. Das Open Interest für Bitcoin ist aktuell einem All-Time-High. Sehr bullish. 22 Milliarden daraus sind halt noch nicht mal gesettelt. Die ETF-Zuflüsse zum Beispiel über BlackRock sind ebenfalls an einem All-Time-High mit Tendenz steigend sogar noch. Ebenfalls sehr, sehr bullish. Dann, ja, die Bitcoin-Bestände an den Börsen, die sind extrem knapp und dabei steigt die Nachfrage wegen dem bevorstehenden Halving und eben natürlich den ETFs, also Wirtschaftsprinzip, Angebot und Nachfrage greift und knallt hier auch nochmal, besonders zur aktuellen Phase. Das ist sehr, sehr, sehr bullish, muss ich nicht erklären. Plus, gerade kurz schon in einem Satz erwähnt, das Halving steht in nicht mal einem ganzen Monat, doch etwas über einem Monat, steht das Halving an. Ja? Das wichtigste Event, absolute Angebotsverknappung, die da auch nochmal mit ins Gewicht kommt. Fazit? Mein Fazit zumindest. Ja? Sagt mir euer Fazit. Die Euphorie im Markt ist aktuell demnach nachvollziehbar und völlig zu Recht gigantisch. So, was machen wir jetzt damit, Freunde? Wie sieht man denn in diesem Szenario jetzt, ein Szenario, wo wir plötzlich nicht mehr weiter steigen als das, was wir halt jetzt sehen. Wie soll hier bei 59, 60, 61, keine Ahnung, wie soll da jetzt Schluss sein? Na, was kommt uns denn da eventuell in die Quere? Außer, dass wir sagen, ja gut, unsere Elliott Wave Chart Analyse hat uns das so verraten. Was denn? Weil wir Menschen sind ja darauf getrimmt, immer so eine logische Kausalität herzustellen. Ja gut, die Chart-Analyse, also wenn man sie richtig macht, dann sagt die uns jetzt aktuell, irgendwo Primärcount, 59, 60, da ist Schluss. Womit kann ich das verknüpfen, dass das in meinem Kopf auch Sinn ergibt? Was sollte den Kurs denn da zum Stoppen bringen? Wenn man die positiven Dinge, die dagegen sprechen, die ich gerade aufgezählt habe, mit ins Gewicht nimmt, dann macht das, dann fühlt sich das so
surreal an. Klar, dass eine Korrektur generell jetzt mal überfällig ist, darüber müssen wir gar nicht sprechen, liebe Freunde. Der RSI überhitzt komplett, das ist klar. Aber wie soll diese signifikante Korrektur denn dann vonstatten gehen? Versteht ihr eventuell, was ich meine? Seht ihr das Szenario und wenn ja, warum? Welche Auslöser soll das haben, will ich wissen. Das ist meine Frage im Prinzip. Marktmechanismen sorgen für Korrekturen, die es auch gesundheitstechnisch für den Markt braucht. Klar, das wissen wir ja alle. Aber der Verstärker sind immer externe Beeinflusser. Welche sollen das gerade dann jetzt sein? Da bin ich euch ehrlich, komme ich einfach aktuell mit meinem Gedankengut irgendwie nicht weiter. Und wenn wir uns also alle irren, wohin geht's dann jetzt, liebe Freunde? Nehmen wir gerade doch eventuell Anlauf und rennen sozusagen durch zum neuen All-Time High? Chartanalyse hin, Chartanalyse her? Selten, sage ich euch, war eine Phase schwieriger zu deuten. Ich mache mir hier komplette Marktansicht. Selten war eine Phase schwieriger zu deuten, meiner Meinung nach. Deswegen brauche ich euch heute alle, liebe Freunde, dass wir hier einmal jetzt gebündelt alle Meinungen der Gang sammeln und gucken, was die Mehrheit dann denkt und wieso sie das denkt. Das wäre schon auch interessant, weil man da mal so eine Art Verhaltensstudie, verhaltenspsychologische Studie rausmachen kann. Wie viel Prozent der Befragten so nach dem Motto sind gerade einfach nur irrational bullisch und haben eigentlich wirklich gar keine Argumentation dafür und lassen sich einfach irgendwo von Meinungsmachern leiten. Ja, ich habe mir meinen Chartkünstler XY angeguckt, der hat das gesagt, ich glaube das jetzt einfach mal blind, so und so wird das kommen. Oder wie viele, wie soll man das sagen? Nicht wie viele haben Argumente dafür, aber da ist ja jetzt nicht jeder irgendwie ein Charttechniker. Aber wie viele sind noch voll da und schätzen das realistisch ein und sagen, ja, pass auf, du, ich sag mal so 64, 65, irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich mach da jetzt mal was mit euch. Wir machen daraus jetzt einen Glaskugelwettbewerb, liebe Freunde. Passt auf. Jeder, der mitmachen will, der schreibt jetzt einfach mal eine Zahl in die Kommentare. Was er glaubt, wo Bitcoin von heute an gesehen in exakt 7 Tagen stehen wird. In 7 Tagen. Also, am 5. März um genau 0 Uhr, da stoppe ich die Challenge. Am 5.3. um 0 Uhr. Dann werten wir das aus, liebe Freunde. Und derjenige, der am nächsten dran ist, ihr könnt völlig krumme Zahlen reinschreiben. Das bringt jetzt natürlich nichts, wenn 20 Leute schreiben 63.000. Das wird nicht zugelassen. Okay, das sage ich schon mal vorab, weil wir müssen irgendwo Regeln walten lassen, damit das am Ende auch ausgewertet werden kann. So völlig krumme Zahlen. 59.672 und 43 Cent oder sowas. Okay, das sind die Zahlen, die zugelassen sind zu der Challenge jetzt. Und wer mit so einer krummen Zahl am nächsten dran ist zum echten Ergebnis in genau einer Woche, der, liebe Freunde, der gewinnt eine Fahrt mit einem von den beiden schönen Autos hier und landet im nächsten Video auf unserem Kanal Autogang. So machen wir das. Kannst du dir dann aussuchen? C63S AMG 510 PS, ohne OPF natürlich, schön V8 Knallgas-Sound. Oder Mustang Mach 1, den hole ich jetzt im Laufe der Woche ab, aber dann wird er ja da sein. Du kommst bei uns vorbei in der Halle, die übrigens auch jetzt fertig ist. Muss ich nochmal eben kurz anmerken, palim palim. Und dann steigen wir ein und dann machen wir zusammen ein schönes Video. Und du ganz richtig Gas geben da. Geil, liebe Freunde. Wer Bock auf so eine Geschichte hat, der schreibt jetzt seinen angedachten Bitcoin-Kurs mal in die Kommentare. Und dann gucken wir mal am 5. März, wo es jetzt hingeht. Bleiben wir tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, bei unserem Primärcount, den wir genannt haben, 59.000 und ein paar zerquetschte waren es, glaube ich, müssen wir raus, 59.471 oder irgendwie sowas hatten wir da in der Analyse drin. Das sollte eigentlich, da sollte Schluss sein, ja. Nur wie gesagt, bei manchen geht das auch über die Vorstellungskraft. Wie mir zum Beispiel, obwohl ich ja also nachvollziehbar die Analyse verstehe. Und ich sehe das. Das gibt der Chart uns halt einfach her. Du kannst dir ja nicht einfach willkürlich irgendwas reinmalen. Der Chart gibt das her. Das ist das Ergebnis, ne, aus der Analyse, die Flo gemacht hat. Und dann korreliert das aber irgendwie nicht ganz mit deinem Verständnis und mit deiner Vorstellungskraft. Und dann sagst du, ja, aber dies und das, warum sollte das so kommen, dass da Schluss ist, wenn wir jetzt gerade hier so signifikante Bewegungen haben, liebe Freunde? Oder kommt doch, wie im Primärcount gezählt, jetzt die ABC-Korrektur, liebe Freunde? Da nehme ich euch jetzt mit ins Boot. Da machen wir einfach mal was Lustiges draus. Ist doch mal was Neues, Freunde. Wir müssen nicht immer denselben Einheitsbrei machen. Machen wir ein schönes Gewinnspiel raus. Krumme Bitcoin-Kurszahlen in die Kommentare. Am 5. März um 0 Uhr stoppe ich die Challenge und dann gucken wir, wer war mit seiner krummen Bitcoin-Zahl am nächsten dran. Der gewinnt eine Fahrt im C63S oder im Mustang Mach 1 und kommt bei uns vorbei und wir machen zusammen ein Video, wenn derjenige denn Bock hat. Ansonsten machen wir da halt kein Video, aber du kannst trotzdem dann ein bisschen Auto fahren, ein bisschen Spaß haben, natürlich auf unsere Kosten. Ich bezahle sogar die Anfahrt übrigens, muss ich sagen, falls jetzt natürlich irgendjemand gewinnt, der irgendwie aus, Arsch von Hamburg kommt, irgendwo Itzehoe oder Buxtehude oder was,
Zugticket oder was auch immer du brauchst, Spritgeld oder so, das geht auf mich, das bezahle ich. So, die Anfahrt bezahle ich demjenigen. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, macht gerne mit, wenn ihr da Spaß dran habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde sagen, alle, die neu da sind, sowieso einmal gerne unten einmal abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden, weil die Krypto-Gang, die ist ja bekanntlich die beste Gang, das macht euch zu besseren Menschen, weil das haben Motorenwissenschaftler herausgefunden und wenn ihr das anzweifelt, dann seid ihr rechts, liebe Freunde, dann gehen wir auf die Straße, macht eine Demo gegen euch. So, ich bin raus an der Stelle, Küsschen reingehauen.